Klein, aber fein. Mitte Juni fand zum 8. Mal das internationale Kauspitzer-Framo-Treffen statt. Doch alles ist relativ. So klein ist das Treffen gar nicht. Natürlich gibt es anderorts viel größere Oldtimer-Treffen, aber es geht hier nicht in erster Linie um Quantität. Wie so ein Treffen aussieht, das erfahren Sie im folgenden Beitrag. Der Veranstalter und Organisator hat in der Framo-Szene Rang und Namen. Mein Name ist Jens Scheunert. Ich bin bekannt seit über 20 Jahren als Framo Jens, weil ich mich mit diesen Fahrzeugen hier sehr intensiv beschäftige und Ersatzteilproduktion wieder neu aufleben lassen habe. Das internationale Framo-Treffen in Kauschwitz geht nun ins 8. Jahr. Wir haben damals gesagt, das Framo-Museum in Frankenberg macht keine Treffen mehr. Deswegen habe ich gesagt, mache ich ein Werkstreffen, weil wir ja hier auch richtig als Framo-Werk fungieren und inklusive der Namensrechte sämtliche Ersatzteile herstellen. Und wir haben damals gesagt, vor 8 Jahren, wir machen ein eigenes Treffen und das hat sich auch recht gut bewährt. Inzwischen hat sich das Treffen etabliert und die Bezeichnung internationales Framo-Treffen ist absolut richtig. Unser Publikum ist sehr weit gefächert, weil ich habe ja Kundschaft europaweit. Und mittlerweile haben sich die Framos bis Skandinavien, Süddeutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz, Polen, Tschechien verteilt. Und zu unseren Treffen sind heute zum Beispiel Leute aus Hamburg angereist, aus Oberösterreich. Wir hatten schon Holländer hier gehabt und auch Rumänen. Also es ist bunt gemischt und auch von Deutschland, aus allen Ecken und Enden kommt man her. Es sind vorwiegend Kunden von mir, die mich auch schon länger kennen. Der Mann mit dem längsten und schönsten Bart war auch der mit dem längsten Anreiseweg. Ja, ich heiße Ernst Schubert und komme aus Micheldorf in Oberösterreich. Und jetzt sind Sie hier in Plauen, wie kommt das? Ja, es ist ein Framo-Treffen, also bin ich mit meinem Framo hier in Plauen. Und wie kommt man von Framo nach Österreich? Durchs Internet. Durchs Internet? Ja. Und wie kam es auf die Idee, ausgerechnet Framo? Was ist da die Faszination? Weil er gefällt. Ja, einfach die Form. Und sind Sie aber in Österreich schon ein Exot mit dem Auto, oder? Das ist richtig. Da wird dann nachgefragt? Ja, klar. Klar, gerade auf Treffen und so. Ja? Ja. Jens Scheunert hat die PKWs und Kleintransporter aus Frankenberg noch als Kind häufig auf den Straßen gesehen. Seine eigentliche Beziehung zum Framo begann jedoch später. Ich habe irgendwann ein Haus gekauft und wollte wissen, wie ich da mein Möbel hinbekomme und so weiter. Und ein Multicar konnte ich mir nicht leisten. Und da stand beim Dachdecker um die Ecke in Framo und der hat gesagt, hau ab, gib mir 50 Mark und lass ihn nicht wiedersehen. Und da habe ich angefangen, meinen ersten Framo herzurichten und wurde dann gesehen und angesprochen, hast du nicht auch mal noch, ich fahre auch noch so ein Teil. Und da habe ich angefangen, Ersatzteile zu sammeln und ab Mitte der 90er Jahre habe ich auch angefangen, ein bisschen was zu produzieren. Naja, und jetzt haben wir das komplette Programm. Zunächst war das Auto für Jens Scheunert lediglich ein Arbeitstier. Die Liebe zur Marke stellte sich dann später ein. Für mich war das ein Nutzfahrzeug. Ich hatte das während meiner ganzen Bauphase des Hauses ständig im Einsatz gehabt. Und er hat mir gefallen, er passte in jede Garage und ich kannte die Technik und konnte mir da immer weiterhelfen. Und dabei ist es dann geblieben. Zurück zum Framo-Treffen. Das findet jährlich im Frühsommer an einem Wochenende statt und der Ablauf sieht wie folgt aus. Ja, am Samstag ist bei uns Betrieb auf dem Hof. Das heißt, wir zeigen hier verschiedene Geräte, wir führen Autos vor, man kann eine Betriebsbesichtigung machen. Wir haben eine kleine Ausstellung für Fahrzeuge, wir haben eine Ausstellung Drucktechnik 19. Jahrhundert. Wir haben ein Kino aus den 60er Jahren, da zeigen wir dann einen Film, wie diese Fahrzeuge in der Wüste in Ägypten getestet wurden 1956. Den Film gibt es nur bei uns zu sehen, der ist nicht öffentlich, der ist privat. Und ansonsten dann geselliges Beisammensein, kleine Rundfahrt und viele Erklärungen und Gespräche rund ums Thema. Wie häufig auf derartigen Treffen herrscht eine gelöste und harmonische Stimmung? Wir haben hier viele Stammgäste, es kommen immer neue dazu. Es ist ja eine familiäre Atmosphäre, man kennt sich persönlich, man lernt sich schnell persönlich kennen. Ich bekomme Anrufe von Leuten, die schon seit Jahren bei mir bestellt haben, die immer tun so, wie wenn sie mich schon immer kennen. Ich habe die noch nie gesehen und heute kommt zum Beispiel einer, der seit vielen Jahren bei mir bestellt und jetzt habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Von der Teilnehmerzahl her ist das Oldtimer-Treffen im Vergleich zu anderen relativ klein.
Doch es kommt nicht auf die Quantität an. Ja, also wir haben in der Regel so zwischen 30 und 40 Fahrzeugen hier. Das ist ja auch immer ein Kommen und Gehen. Manche kommen und sind Mittag wieder weg und umgekehrt. Und die Teilnehmer, also Zuschauer, sind dann immer so zwischen 300 und 400 Leute da. Auch verteilt über den ganzen Tag. Es heißt zwar internationales Framo-Treffen, aber es sind auch andere Marken willkommen. Fremdfabrikate sind auch immer gern gesehen, weil es ist ja auch immer schön, wenn man eine Abwechslung hat. Wenn nur eine Sorte da steht, kann es ja auch langweilig werden. Und deswegen sind wir auch froh über Teilnehmer aus anderen IFA-Fabrikationen oder auch Vorkriegsautos hatten wir schon hier gehabt. Bis hin, es kommt mal ein Trabant und ein Wartburg, aber ist dann bunt gemischt, sodass es auch was Verschiedenes zu sehen gibt. Zu sehen gibt es auf dem Gelände noch einiges mehr. So zum Beispiel das Rittergut Kauschwitz. Das imposante Gebäude konnte auch innen besichtigt werden. Am Sonntag ist dann immer eine größere Ausfahrt angesagt. In diesem Jahr war folgende Tour geplant. Morgen fahren wir über Großfriesen, Theumer, Lottengrün, Türpersdorf Richtung Erlbach zum dortigen Brauereigasthof. Da werden wir untersuchen, wie das Bier schmeckt, was sie dort herstellen. Und also es ist gut, ich habe es schon untersucht, ich gebe es zu. Und von da aus geht es dann normalerweise über die 92 wieder zurück. Aber wahrscheinlich werden wir dann eine Straßensperrung haben und werden uns dann einen anderen Weg suchen müssen. Ich bin Framo Jens aus Kauschwitz und habe die Ausfahrt organisiert. Ich bin der Leon aus Kauschwitz. Hallo, ich bin der Robby aus Feigenstein. Hallo, Sibella und Denise aus Lengenfeld. Neumeister aus Rodau. Hallo, grüßt euch. Ich komme aus Minden, Nordrhein-Westfalen. Die Familie Kunstmann aus Leube da bei Adler im Vogtland. Familie Schubert aus Österreich. Wir sind Carola und Andy, kommen hier aus Kauschwitz. Jens Reigel aus Blauen. Ja, Klaus Reinhardt aus Thun. Wir haben die Ausfahrt begleitet. Besonders die Nicht-Vogtländer waren von der Landschaft angetan. Und nicht zuletzt auch von dem Brauereigasthof inklusive Führung. Zufrieden bis jetzt? Ach, ganz hervorragend. Keine Zwischenfälle, keine Nennenswerten? Nein, hat alles gerollt und funktioniert, so wie es sollte. Los! Ach so, ja, richtig. Lediglich eine Zündkerze wurde gewechselt und Kühlwasser aufgefüllt. Dann ging es wieder im Konvoi zurück nach Kauschwitz. Für alle war das ein erfülltes Wochenende und jeder freut sich schon auf das internationale Framo-Treffen 2019.